Es ist jetzt 4 Monate her, seit ich mein letztes Video hochgeladen habe. Und ich dachte mir, ich muss mal wieder was hochladen, weil ich habe jetzt mittlerweile einige Abonnenten. Ihr habt doch danach gefragt, nach neuen Videos. Und deshalb kommt heute ein neues Video. Bevor wir anfangen, möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass ich in letzter Zeit oft darüber nachgedacht habe, was ich aus diesem Kanal hier mache. Und ich habe gemerkt, dass die meisten Abonnenten von mir und natürlich auch Leute, die kommentieren und keine Abonnenten sind, dass den meisten Leuten meine Sparwoche gefallen hat. Und ein Video der Sparwoche hat auch die meisten Views. Also dachte ich mir, das ist wohl ein Thema, das gut ankommt und das interessiert mich ja auch, weil ich ja Student bin und auch auf mein Geld achten muss sozusagen. Deshalb habe ich über ein neues Format nachgedacht und zwar habe ich überlegt, wie kann ich euch Rezepte zeigen, die günstig sind, aber trotzdem so einen roten Faden beibehalten. Deshalb fangen wir direkt an mit 3 Rezepten, die jeweils nur 1 Euro kosten. Ich habe dabei jetzt darauf geachtet, dass ich die Mengenangaben der Zutaten in den Preis umrechne. Also wenn mich jetzt eine Packung Nudeln 39 Cent kostet und ich nur die Hälfte davon nutze, dann werde ich natürlich aufgerundet 20 Cent sozusagen für die Zutat einberechnen. Also es geht nicht darum, die Produkte zu addieren, sondern das, was ich wirklich von den Produkten verwendet habe. Von daher würde ich sagen, los geht's mit den Rezepten. Das erste Rezept ist ein Pfannkuchen mit Kirschsoße. Dazu braucht ihr Mehl, Wasser, ich habe einfach Leitungswasser genommen, kostet mich sozusagen nichts, ein halbes Glas eingelegte Kirschen, ein bisschen Butter, eine halbe Packung Backpulver und eine Banane. Ich habe das Rezept so simpel wie möglich gehalten, das ist alles, was ihr dafür braucht, kostet insgesamt 1 Euro. Zuerst schält ihr die Banane und gebt ihr in eine Schüssel und zerdrückt die dann mit der Gabel. Achtet darauf, dass ihr die Banane relativ gut zerdrückt. Wenn da allerdings noch ein paar Stückchen drin sind, ist das nicht schlimm. Dann gebe ich mein Mehl in eine Schüssel zusammen mit dem Wasser und der Banane. Es könnte kaum einfacher sein. Das vermenge ich dann zu einem Teig. So vergesslich wie ich bin, habe ich natürlich vergessen, das Backpulver dazu zu geben. Es wäre natürlich besser gewesen, wenn ich das zusammen mit dem Mehl vermischt hätte und dann die flüssigen Zutaten dazu gegeben hätte, aber naja, so geht's auch. Für die Soße gieße ich schon mal ein bisschen Kirschsaft von meinem Glas ab. Dazu drehe ich einfach den Deckel ein bisschen auf und lasse es in ein Glas laufen. Das stelle ich erstmal zur Seite und widme mich dann den Pfannkuchen. In eine Pfanne, die ich bei mittlerer Hitze erwärmt habe, kommt relativ viel Butter, denn das gibt den Pfannkuchen den Geschmack. Und dann gebe ich pro Pfannkuchen ungefähr 2 Esslöffel in die Pfanne. Und wenn sich dann Bläschen auf den Pfannkuchen bilden und man am Rand erkennen kann, dass die unten schon relativ gut durchgebraten sind, kann man sie wenden. Das mache ich dann weiter mit dem Rest des Teiges. Insgesamt kamen bei mir ungefähr 12 kleine Pfannkuchen raus. Und da Pfannkuchen machen ja relativ eintönig ist, könnt ihr in der Zwischenzeit schon mal eure Soße vorbereiten. Und zwar gebt ihr in einen kleinen Topf ein bisschen Butter und ungefähr dieselbe Menge Mehl. Das ergibt zusammen einen Soßenbinder. Also wenn ihr beides gut vermischt habt, müsst ihr nur noch euren Kirschsaft draufgeben. Und daraus wird dann die Soße. Je länger sie köchelt, desto dickflüssiger wird sie. Ich habe letztendlich ein bisschen zu viel Mehl reingegeben, gebt erstmal ein bisschen weniger Mehl rein, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass ihr nicht solche kleinen Mini-Klümpchen in der Soße habt. Aber mich hat es auf jeden Fall nicht gestört, die Soße ist relativ dickflüssig geworden. Während des Aufkochens wird die Soße auf jeden Fall noch ein bisschen homogener und am Ende solltet ihr dann eine gleichmäßige Soße haben. Und das war auch schon alles, dann müsst ihr nur noch eure Pfannkuchen und die Soße zusammen anrichten. Ich mag diesen American Style, also die Pfannkuchen übereinander gestapelt und obendrauf kommt dann meine Soße und zum Schluss noch ein paar Kirschen. Ihr könnt die Kirschen auch schon direkt in die Soße geben, wenn ihr die ein bisschen aufwärmen wollt. Die Pfannkuchen haben auf jeden Fall den Geschmackstest bestanden, der Geschmack kommt aber auf jeden Fall von der Soße. Die Pfannkuchen an sich haben einen leicht süßlichen Geschmack von der Banane bekommen, aber geschmacklich gesehen ist die Soße auf jeden Fall das Hauptelement des Gerichts. Das nächste Gericht ist ein echter Klassiker in meiner Küche
Um unter einem Euro Zutatenwert zu bleiben, habe ich das Rezept stark vereinfacht. Ihr braucht nur Linsen. Ich habe jetzt braune Linsen genommen, ein bisschen Kokosmilch, Ketchup, Kartoffeln, Salz und Pfeffer und das war's auch schon. Kostet alles zusammen 95 Cent. Zuerst gebe ich einen Teil Linsen mit 4 Teilen Wasser in einen Topf und stelle das schon mal auf den Herd. In der Zwischenzeit schäle ich schon mal meine Kartoffeln, die können nämlich ein bisschen später rein. Und dann habe ich natürlich wieder was vergessen, und zwar den Ketchup in die Linsen zu geben. Das ist mein kleiner Geheimtipp. Das erfordert echt nicht viel Budget und es gibt so eine kleine tomatige Note. Ihr könnt natürlich auch Tomatenmark nehmen. Ich finde aber, dass Ketchup noch mal eine andere Note reingibt. Und dann lasse ich meine Linsen einfach weiter kochen. Währenddessen schneide ich schon mal meine Kartoffeln in kleine Würfel. Die kommen dann einfach mit in den Topf und garen dann zusammen mit den Linsen fertig. Wenn die Linsen die Flüssigkeit aufgenommen haben, gebe ich noch ein bisschen Kokosfett rein. Das Kokosfett setzt sich in der Dose idealerweise am Deckel der Dose ab und dann könnt ihr es einfach mit dem Löffel entfernen und reingeben. Ich achte aber darauf, dass ich trotzdem noch ein bisschen von dem Kokoswasser reingebe. Dann kann ich das Gericht auch würzen und zwar mit Salz und Pfeffer und lasse es nochmal ganz kurz aufkochen. Dann kann es auch schon vom Herd runter und serviert werden. Wie ihr seht, kommt da auf jeden Fall immer mehr raus, als man vorher geplant hat. Von daher habt ihr für den Euro auf jeden Fall noch eine zweite kleine Mahlzeit, die ihr ganz gut mit in die Schule nehmen könnt oder zur Uni oder zur Arbeit. Als nächstes zeige ich euch Spaghetti Bolognese in Anführungszeichen. Dazu braucht ihr selbsterklärend Spaghetti, passierte Tomaten, Kidneybohnen aus der Dose, eine Zwiebel, Hefeflocken, eine Kräutermischung eurer Wahl und Salz und Pfeffer. Kostet zusammen 99 Cent. Zuallererst gebe ich schon mal einen Topf mit gesalzenem Wasser auf den Herd, um später meine Nudeln darin zu kochen. Und während das Wasser beginnt zu kochen, schneide ich schon mal meine Zwiebel in kleine Würfel und öffne meine Dose Kidneybohnen. Ich gebe ungefähr die Hälfte der Bohnen in ein Sieb und wasche die unter kaltem Wasser ab. Dann kommen die auf einen Teller oder eine Schüssel, könnt ihr machen, wie es für euch am praktischsten ist, und zerdrückt die dann mit einer Gabel. In der Zeit kocht dann wahrscheinlich schon das Wasser, dann könnt ihr eure Pasta einfach reingeben. Und während die Spaghetti kochen, können wir uns schon mal multitaskingfähig an unsere Soße machen. Zuerst brate ich meine Zwiebeln in einer Pfanne an. Ich habe jetzt vergessen, das Olivenöl aufzulisten, aber die kleine Menge kostet an sich ja nicht viel. Und wenn die Zwiebeln dann leicht angebraten sind, gebt ihr eure zerdrückten Kidneybohnen dazu und lasst das zusammen ein bisschen anbraten. Ihr werdet merken, dass die Kidneybohnen stark aneinander kleben, aber das wird sich dann auflösen, wenn ihr die Soße dazu gebt. Zu diesem Zeitpunkt waren dann meine Spaghetti schon fertig, die habe ich schnell abgegossen und mich dann wieder der Soße gewidmet, und zwar mit der halben Packung passierte Tomaten. Und wenn ihr das vermengt, werdet ihr merken, dass sich die Kidneybohnen so ein bisschen in der Soße trennen und die Soße generell ein bisschen dickflüssiger wird. Die hat dann am Ende die Konsistenz, wie sozusagen eine echte Hackfleischsoße sein soll. Aber natürlich ohne Hackfleisch. Die Nudeln kommen dann in einen Teller und nachdem die Soße noch ein bisschen aufgekocht ist, habe ich die dann drüber gegeben. Obendrauf kommen dann noch ein bisschen Hefeflocken, die haben so einen leicht käsigen Geschmack, das passt ganz gut dazu. Ich habe so eine praktische Streudose, damit kann man das ganz gut portionieren. Als ich die Nudeln mit der Soße vermengt habe, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich den Rest der Soße noch verwenden könnte. Und den habe ich dann auch dazugegeben. Und ja, ich kann nur sagen, es war echt lecker.
Also das Einzige, was da vielleicht noch fehlt, aber nicht ins Budget gepasst hat, wären vielleicht frische Tomaten oder anderes Gemüse. So, das waren die drei Rezepte, die ich so in den letzten Tagen gekocht habe, die unter jeweils 1 Euro Zutatenwert kosten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Lust habt, dieses Format nochmal zu sehen, beziehungsweise mehr als noch einmal, dann schreibt mir doch gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich würde gerne wissen, was ihr davon haltet. Und dann würde ich sagen, lasst ein Like da, das würde mich riesig freuen. Und ansonsten, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns auch schon ganz bald beim nächsten Video. Diesmal werde ich keine große Pause einlegen, sondern es geht direkt weiter mit einer nächsten Sparwoche. Und außerdem werde ich euch von meiner Asienreise erzählen. Das alles gibt es bald auf meinem Kanal und ich hoffe, es interessiert euch und ihr bleibt dran und bis bald.